Jo. Okay. Jetzt machen wir das ganz extra sneaky. Nee, nee, ganz ruhig. Okay, der rennt da weiter. Kurz gucken. Heals Pack, immer gut. Das Heals Pack haben wir vorhin gar nicht mitgenommen, ne? Das hatten wir da etwas übersehen. So, wie sieht's aus mit dem? Sehr gut. Das war jetzt natürlich doof. Weil es eigentlich nicht sein dürfte, dass die Typen sich dann umdrehen und wieder weggehen. Weil, wo soll ich sein? Wo soll ich da großartig sein, ne? Wenn die mich schon einmal gesehen haben in der Kammer, werde mich nicht großartig auflösen können. Also müssen es auf jeden Fall auf die Art und Weise machen, wie wir ja vorhin bei unserem ersten Todesversuch gesehen haben. Ach, da kommt er. Sind die von der Panzerung her etwas jo, kräftiger im Nehmen, als wir im Austeilen sind. Müssen wir auch wieder warten, bis der einmal den langen Gang hochgegangen ist. Da kommt er schon. So. Der dreht uns jetzt auch den Rücken zu. Ups, nein. Jetzt nochmal. Sorry, bin abgerutscht. Wusste, dass ich die gedrückt halten muss. Hey, Tag. Oh. Das war knapp. Das war knapp. Gut, also wenn ich von vorne auf die zugehe, dann kann ich die nur so einmal abschlagen. Und wenn ich von hinten gehe, dann kann ich oben fein säuberlich die Stromversorgung kappen. Ist auch immer gut zu wissen. Fällt ein, wir haben die ganze Zeit über noch nie darunter geguckt. Was haben wir denn hier? Erst Medischock. Ne, brauchen wir im Moment nicht. Wir haben 100. So, kommt da einer? Nö. Dann gehen wir weiter. So, Abteilung Maschinensoldat haben wir erledigt. Da liegt noch eine Rüstung. Werden wir uns doch mal glatt nehmen. Ich denke, dann haben wir auch schon direkt den Weg gefunden, den wir gehen müssen. Wird sicherheitshalber aber mir noch einmal das du kommst hier nicht durch Zeichen angucken. Hüpf. Spricht einer? Als Christ meine ich. Und wer hat darüber gesprochen? Helga. Ich habe sie gestern Abend gehört, als sie vor ihrem Zimmer wache stand. Jeder weiß doch, dass sie sich für Geschichte interessiert. Das hat sie sogar in Wien studiert. Das ist mehr als das. Es ist übernatürlich. Zweifel.
Übernatürliche Geschichte hat die studiert. Medischock. So, jetzt brauchen wir aber mal irgendwas, um die Leute auch ein bisschen auf Distanz zu erledigen. So, Medischock, Medischock, Medischock. Hier war da auch irgendwas zum... Oder? Ach da, Medischock, das war nochmal... Kiste. Wird ja sein können, dass man die Kiste aufmachen kann, sorry. Ach, den habe ich da gesehen. Ah, der wurde mir angezeigt, der Medischock, oder? Ja genau, den hatte ich gesehen und den habe ich nicht gesehen. Den habe ich erst gesehen, als ich da in der Nähe war. Ah, ihr merkt schon, so einfach ist das mit mir nicht. So. Jetzt brauchen wir bestimmt wieder eine Wand zum Klettern. Nö. Das können wir nicht. Wollen wir das so machen? Auch nicht. Oben. Die. Komm, irgendwelche Kisten müssen wir doch hier kleinschlagen können. Was ist das? Achtung, Inhalte können empfindlich auf Stöße und grobe Behandlung. Was? Ja, was? Reagieren? Hm. Egal. So, trotzdem. Wo müssen wir denn jetzt weiter? Da? Nee. Da kommen wir nie im Leben nicht drauf. Da kommen wir doch hoch. Hier kommen wir hoch. Ja. Mensch, ich kenne mich aus hier. So. Okay. Dann krabbeln wir hier mal durch. Kakerlaken. Wirklich. Grusel. Bitte? Ach, so ein fliegendes Ding. Mann, 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 Mann. Goldbarren. Warum auch nicht? Goldbarren im Lüftungsschacht. So gehört sich das. Diamanten im Lüftungsschacht kennt man ja, ne? Vom Diamantenkopf oder so. Aber Goldbarren? Wer packt die in Lüftungsschacht? Wahrscheinlich ein gleicher. Ups, hi. Nee, nee, alles gut. Alles gut, darf sich umdrehen. Sehr schön. Ah, Maus 3, um Kisten aufzubrechen. Okay. Ups. Nee, 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 nee. Jetzt muss ich echt kämpfen gegen die. Ich will die lieber wieder das Sneaky deaktivieren. Wenn der sich umdreht, dann muss ich da links hoch. Scheiße. Welcher ist das jetzt? Hoffentlich der vordere. Ist der hintere. Ich halt einfach mal gedrückt. Los geht's.
So, die dicke Waffe lassen wir auch wieder liegen. Irgendwie ist mir die zu sperrig. Die, also zu sperrig, zu schwer einfach. Es lohnt sich nicht wirklich, die mitzunehmen. Zumindest im Anfang. Ich denke mal, die wird später noch ihre Existenzberechtigung bekommen, die Waffe. Da ist zu. So. Aber wir haben ja die Info gekriegt, wir müssen, oder können, die Kisten kaputt machen. Medischock, ich bin da auf 100%. Warum will ich immer so viel Energie haben? Oder gehen die Leute immer davon aus, oder sind die Programmierer davon ausgegangen, dass man hier mit Heidewitzka und Ach und Karach und immer schön mit Schießen durchgeht? Nee, glaube ich nicht, weil die Möglichkeit, das sneaky zu machen, haben sie ja auch angeboten. Zack. Und weiter geht's. So. Was sind wir hier? Wieder so eine Bahn. Sammelbares Gold. Kann man den schieben? Ah. Somit kann ich dem den Weg versperren, glaube ich. Denke mal, der wird immer nur bis zu dieser Lore gehen können. Obwohl das ja auch nicht wirklich bringt, weil, wenn ich das richtig gesehen habe, waren da vorne eh die Gleise unterbrochen. Ich schieb einfach mal. Ja, und hier oben ist eh die Stromzufuhr unterbrochen, also. Ups, ein Hund. Also mir tut es ein bisschen leid um die Hundis. Da bin ich ja ehrlich. Weil, ne, die wurden von den Nazi-Deutschen halt so, ja, malträtiert und gequält. Ich würde schon fast dazu übergehen und sagen, der Tod ist eine Lösung für die. Aber so ähnlich wird es den Maschinenmenschen da ja aber auch nicht gehen. Mal gucken, ob man hier sicherer weiterkommt. Jo, kommt man. Das ist also ein paralleler Gang. Mal gucken, wie viel Rüstung wir kriegen maximal. Limit erreicht, 100. Ich weiß schon ganz genau, wieso ist doch auf 100%. Kannst du nicht noch mehr Rüstung kriegen. Da steht hier nicht 100%, steht hier noch Rüstung 100. Kann ja sein, dass man das auf einmal auf 200 machen kann. Immerhin kann man die Gesundheit ja auch über 100 kriegen. Hallo. Na nu? War doch gerade noch da. Ach. Also die KIs oder diese Maschinensoldaten sind ein bisschen blöde. Zack, Quatsch. Das wieder zusammenbauen, das Ding auseinandernehmen, zusammenbauen. Oh, hi.
ich meine, sicher ist sicher, wenn der schon deaktiviert ist. Warum sollen wir den dann liegen lassen, ne? Stehen lassen. So. Was machen wir nun? Aufzug? Gut. Aufzug? Kiste. Mit der. Hier, Medischocks. Überall nur Medi. Ich hätte mal eine kleine eine Cola oder sonst irgendwie was anderes zu trinken. Eine Cola, Sprite, Fanta, okay, um alle Sponsoren mit reinzunehmen. Nein, Quatsch. Sponsoren wäre schön. Strom. Okay. Ach, okay. Das heißt, der Aufzug brauchte Strom. Der hat wahrscheinlich ohne gar nicht funktioniert.